Und damit wären wir in Hammerhead und herzlich willkommen zurück. Wir sind da. Die anderen können es sicher kaum erwarten. Ach so, ich bleib übrigens auch noch etwas hier. Sag einfach Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Okay? Hammerhead. Uiuiui. Was heißt hier na? Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Nockt, bist du es wirklich? Oh Mann! Natürlich, wer denn sonst? Nett, dass du auch mal aufkreuzt. Ging nicht schneller. Es gibt viel zu bereden. Gehen wir rein. Wie die alle aussehen. Ewige Nacht. Hammerhead durchs Haupttor verlassen und nach Insomnia begeben. Gut, gehen wir erstmal rein und gucken uns hier um. Wenn du Hammerhead verlässt, beginnt die entscheidende Schlacht. Bereite dich gut darauf vor. Ach, ist ja krass. Na, wer ist hier? Kennen wir nicht. Kennen wir nicht. Okay. Forschungsbericht, atmosphärische Veränderungen. Bei Untersuchungen von Luftproben wurden wiederholte antisolare Partikel nachgewiesen. Die dichten und rußigen Teilchen erreichten bereits in der oberen Stratosphäre eine Konzentration, die jegliches Licht neutralisiert. Ferner ließen sich Fluktuationen, bla bla bla. Okay, das ist, also das ist eine Erklärung, warum es jetzt immer Nacht ist. Das liegt nicht daran, dass, kennt man dich? Halt dein Messer nicht in meinen Bauch. So, krass. Irgendwas für dich dabei? Der alte Waffenhändler. Huch, das ist eigentlich eine ganz gute Waffe. Gehen wir mal eben zu Sid. Sid. Wenn Sid überhaupt hier ist. Warum schwenken die alle mit ihren Waffen so rum? So, da liegt was. Altes Buch erhalten. Okay, wir müssen hier jetzt einfach shoppen. Mehr können wir hier nicht machen. Gibt's hier denn kein Schlafdings mehr? Ach doch, da hinten. Mali dreht gerade voll am Rad und ist am Rummiauen wie so ein Idiot. Oh, warte mal, was will der denn hier? Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Der Kanzler ist abgetaucht, wurde aber in Insomnia gesichtet. Ignis hat diese Meldung keine Ruhe gelassen. Vielleicht hat Aden was mit dem Königshaus zu tun, meinte er. Jedenfalls wollte Ignis mehr über den Kanzler herausfinden. Und ich bin mit ihm die alten Königsgräber untersuchen gegangen. Hey, freiwillig? Zum Glück bin ich sehr an Geschichte interessiert. Und wir haben etwas Seltsames entdeckt. Hm? Wir sind in alten Schriften auf einen vertrauten Namen gestoßen. Aden Isunia. So hieß wohl ein Mann, der vor vielen Jahrhunderten die ersten Opfer der Siecher gerettet hat. Bis er irgendwann selbst als Siecher bezichtigt und verfolgt wurde. Dabei war er allem Anschein nach tatsächlich nur ein Mensch. Hm. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich auch ehemalige Imperiale sind nun auf unserer Seite. Sie waren früher wohl als Söldner beschäftigt. Aranea? Oh, du kennst sie also. Sie und ihre Leute haben's echt drauf. Darum hat General Kor sie angeworben. Aranea, Bix und Wedge führen mittlerweile jeweils große Jagdtrupps an. Auf die Leute sich verlassen. Ein Glück. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich was das Imperium angeht. Ja? Nachdem Gladio und die anderen vom Tod des Kaisers und des Oberkommandanten berichtet haben, ist Niflheim endgültig in sich zusammengestürzt. Mhm. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Auch über die Sicher haben wir etwas mehr herausfinden können. Ja? Ich habe mich ja schon immer gefragt, wo diese Wesen überhaupt hergekommen sind. Sie waren alle einmal normale Menschen. Es war eine Art Seuche, die sie zu Kreaturen der Dunkelheit machte. Daher stammte wohl auch der Begriff Siecher. Doch die Krankheit galt als unheilbar. Darum wurden die Opfer getötet. Verstehe.
Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Sogar Akkorde ist von den Siechern überrannt worden. Deshalb sind die meisten Bewohner nach Luzis geflüchtet. Allerdings sieht die Lage hier auch nicht besonders rosig aus. Selbst die Königsstädter waren zur Flucht gezwungen. Nachdem das Imperium die Kontrolle über die Stadt verloren hatte, wurde sie ständig von Siechern angegriffen. Iris und General Kor haben Insomnia evakuiert. Jetzt sind dort sicher nur noch Kreaturen der Finsternis. Unsere geliebte Heimat für immer verloren. Keine Sorge. Hä? Wieso? Weil der König zurückgekehrt ist. Wie versprochen. Daran erinnerst du dich noch? Klar. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Sogar Akkorde ist von den Siechern überrannt worden. Deshalb sind die meisten allerdings... Ach, das hatten wir gerade? Hier, nachdem das... Keine Sorge. Hä? Weil der König... Daran erinnert... Klar. Wenn du irgendetwas wissen möchtest, kannst du mich... Noctis? Erinnerst du dich noch an... meinen Großvater? Ja. Ich hatte damals nicht den Mut, es euch zu sagen. Es war meine Schuld, dass er umgebracht wurde. In Lestalum hatte mich ein Mann aus Niflheim gefragt, ob ich aus Insomnia stammen würde. Er hat mich gefragt, ob ich alleine gekommen bin, wer meine Familie ist und was wir hier machen. Dann hat er sich beeindruckt gezeigt, dass mein Großvater in so einem großen Haus wie dem der Amicitias arbeitet. Und gefragt, ob wir vielleicht sogar mit dem Königshaus verbunden seien. Wie toll das doch wäre. Und ich habe ehrlich geantwortet. Kurz darauf ist der Kerl dann im Hotel aufgekreuzt. Talcott. Aber Großvater, er hat wirklich dicht gehalten und dich in keinster Weise verraten. Hör mal. Ja. Du konntest nichts dafür. Jetzt, wo du alt genug bist, weißt du das sicher selbst. Nicht wahr? Ich weiß, wie schwer es ist, jemanden zu verlieren. Und ich kenne die Schuldgefühle, die einem das Weiterleben noch schmerzhafter machen. Vielen Dank, dass du mir das erzählt hast. Sowas kostet viel Überwindung. Aber vergiss nie, du bist der Letzte, der Schuld am Tod deines Großvaters hätte. Jared wäre derselben Meinung. Oder zweifelst du etwa am Urteil von König Noctis? Nein. Verstanden. So, etwas anderes? Okay, nein, da wollen wir nichts mehr. Euch nichts. Seid vorsichtig. So, wir könnten jetzt aber auch hier wieder in die Vergangenheit reisen, stimmt das? Umbra rufen. Okay, hier können wir erstmal übernachten. Tja, die Frage ist, lohnt sich das überhaupt noch zurück? Ich glaube nicht wirklich. Tja, wir können jetzt auch zur finalen Schlacht rübergehen. Es geht ja jetzt letzten Endes um die Story. Jedenfalls noch nicht vorhäuslich zu werden. Typisch Gladio. Unverändert. Bin ja auch schon perfekt. Und diese wollen wir jetzt durchzocken. Alte. Willst du dich nicht langsam auch mal fest an jemanden binden? Naja, vielleicht. Wenn das alles hier vorbei ist. Schließlich kann ich mich nicht ruhigen Gewissens in gefährliche Kämpfe stürzen, wenn zu Hause eine besorgte Frau auf mich wartet. Ah ja. Ah, das sagst du den Frauen also. Galante Masche. Das ist keine Masche. Das meine ich ernst. Soll ich vielleicht ein paar Heiltränke noch mitnehmen? Besser ist das vielleicht. Ich meine, wir haben ganz viele von den normalen kleinen Heiltränken. Dachchen. Dachchen. So, Heiltränke. So. Supertränke, bla bla bla, Elixiere. Haben wir auch jede Menge. Naja, wird schon gehen. Und jetzt kommt gleich die Nachricht, dass wenn wir hier aus der Stadt rausgehen, dass wir nicht mehr zurück können. Und es ab hier jetzt irgendwie weitergeht. Wir können jetzt hier mal einen Speicherpunkt machen, das wäre vielleicht gar nicht mal so sinnfrei. So, wir überspeichern den Speicher. Die ewige Nacht. Tada! Interagieren. Okay, los geht's. Dann schauen wir uns mal ein wenig in Insomnia um. Also dann. Langsam sollten wir uns bereit machen für den Aufbruch. Zeit, unsere Kampfkluft anzulegen. Tragen wir sie mit Stolz. Ja. Zieht die Bäuche ein, Männer. Alt geworden sind sie alle. Wir aber auch.
Ach, toll. Okay. Oh, wir können was Schönes kochen. Was wäre denn jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht? Wir gucken mal die teuren Gerichte alle an. So, das hier Angriffskraft 100 und wir können endlos rennen. Ist natürlich immer noch eins meiner Lieblingsgerichte. LP Maximum 8, Feuerresistenz, Fundrate. Wir lassen Ignis mal das hier kochen, was auch immer es ist. Sah gut aus. Na? Grünes Curry gekocht, 160 Angriffskraft. Interessant. Nach 10 langen Jahren ist Noctis wieder mit seinen Freunden vereint. Ein letztes Mal zählten die vier, bevor sie nach Insomnia aufbrechen, wo der erwählte König die Welt von der Dunkelheit befreien will. Na, wollen wir mal sehen, ob das klappt. Schon krass irgendwie. Die ganzen 10 Jahre haben die gekämpft und gewartet. Und was Aiden gemacht hat? Ja, keine Ahnung. Wir werden ihn gleich sehen. Was ich sagen wollte in der letzten Folge, Entschuldigung, ich glaube, den Kampf, den wir am Anfang gesehen haben gegen dieses Vieh auf seinem Stuhl, der Teufel oder was auch immer es sein sollte, ich glaube, das war Aiden, bin mir aber nicht sicher. Ich habe mich echt nicht gespoilert, aber es fügt sich ja so langsam in die Geschichte ein. Und das würde auch erklären, warum wir am Anfang, naja, die vier älter aussehenden Charakter gesehen haben, Noctis und seine Freunde. Wir sind zurück in der Heimat. Ja, endlich. Welch ein bittersüßes Wiedersehen. Und wie? Nur noch ein Stück bis zur Zitadelle. Ja. Jetzt bringen wir es zu Ende. Bereit, Freunde? Ja. Dann wollen wir mal. Nee, die Attacken bringen nichts, dann halt die schnellen. Alle kaputt gemacht. One-Hit-Opfer. Ist eine Weile her, seit wir zu viert gekämpft haben. Weckt einige Erinnerungen. Ich sag euch, uns vier kann nichts mehr aufhalten. Hier können wir sogar noch übernachten? Oder was ist hier los? Aber wo? Ich sehe hier nichts. Ich glaube, hier können wir uns ausruhen. Merken wir uns den Ort, falls wir eine Pause brauchen. Interessant, okay. Ich frage mich, ob wir jetzt hier etwas länger sein werden. Was ist das denn, bitteschön? Überall Gegner. Na dann mal los. Also dann. Okay, wir sind zwischen die Fronten geraten. Sieht nach einem echt harten Brocken aus. Alter. Vielleicht, wenn wir diesem Gegner nicht beikommen, fürchte ich. Der ist Level 72. Welches Level sind wir denn? Ah, der ist 10 Level über uns. Relativ uncool. Ja, Heiltrank nehmen. Dann halt so. Bam, 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 bam. Immer drauf, immer drauf. Du störst. Okay. Nicht bewegen. Sauber. Ob wir den kaputt bekommen? Vielleicht sollte ich es einfach... Ups. Falsche Taste, vielleicht sollte ich es einfach mit Dings versuchen. Oh oh.
Autsch, 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 autsch. Oh, Scheibenkleister, wir sind ja voll im Arsch. Bin dran! Jetzt drehen wir den Spieß um. Okay, das geht bei dem Vieh hier nicht. Anscheinend. Vielleicht verberg ich's nur besser als damals. Au, scheiße. Und down. Gut möglich. Ich brauche dringend Elixier, sonst war's das gleich. Ja, ja. Und zwar schnell jetzt. Oh mein Gott, was für ein Scheißkampf. Alter, der macht uns alle platt. Was geht denn ab? Prompto auch mal heilen? Gleich. Sauber, Gladius. Kein Problem. Alter. Verdammt, schon wieder heilen. Okay. Ich brauche dringend ein Elixier. Oh Mann. Übles Vieh. Ich glaube, den sollten wir echt aus dem Weg gehen. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Hier gab es irgendwo einen Tunnel. Muss zu heftigen Kämpfen gekommen sein. Damals. Ich will mich mal kurz umschauen. Moment, was war das? Ah, absorbieren. Ich glaube, ich sollte an dieser Stelle erst noch einmal schlafen gehen. Ah, toll. Noch so ein komisches Medusa-Ding. Okay. Ah, okay, hier können wir uns nicht teleportieren. Wo ist hier der Abgang? Da. Erster harter Kampf und schon voll im Arsch. Öffnen. Sehr schön. Eine Kaserne zum Übernachten. Und auch hier können wir wieder in die Vergangenheit reisen, falls man trainieren müsste. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre bei der Gegnerstärke, die wir haben. Okay. Hoffentlich ist das Vieh nicht wieder da. Da geht's raus. Alles klar, scheint, nachdem wir jetzt hier aufgeräumt haben, still zu sein. Ich weiß nicht, ob wir die Viecher nicht einfach auch besiegen sollen. Wir lassen sie jetzt einfach mal längs liegen. Der Kampf gerade war schon wieder viel zu lange, finde ich. Für meinen Geschmack halt. Ach. Aber
Aber auch da haben wir weitere Kämpfe zu erwarten. Ich spüre Feinde. Hammer, Ignis, du liegst mir immer richtig. Ich frage mich, wenn wir jetzt ablocken, ob wir mehr Schaden machen. Mal gucken, ob Tod irgendwie wirkt. Ich kann nicht mal aufhören. Lol. Kommt schon, jetzt aber. Was geht ab? Gladio! Meine Schwachstelle. Sauber, Gladio! Was geht ab? Na toll, was war das denn für eine Attacke? Die sind etwas außer Übung, kann das sein? Ich hätte es gut gefunden, wenn wir mal ein bisschen mehr Aufrufe haben würden hier. Ja, weiter so, knockt. Ausgenockt. Okay, hier ist der Tunnel. Hier ist eine Unterführung. Da können wir durch. Oh, von der anderen Seite. So, ich denke, der ist auch voll überflutet mit Siechern, der Tunnel hier. Trotz all der Trümmer sieht es irgendwie noch aus wie früher. Ja, stimmt. Hier sind wir oft lang gelaufen. Damals war die Straße belebt. Ich sorge dafür, dass es wieder so wird. Oh, was ist denn hier los? Los geht's. Verdammt. Die kackkleinen Viecher, die nerven. Ist okay? Ja, ich komm klar. Na komm her. Ja, weiter, Inge! Schon erledigt. Unglaublich. Ich zerschmettere dich! Keine Absicht. Sauber, Gladio. Kein Problem. Diese kackkleinen Viecher, ich hasse sie. Seine Majestät ist unschlagbar. So nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal lecken die Figuren hier ziemlich hart rum. Aber es kann auch sein, dass es irgendeine negative Fähigkeit ist von den Viechern hier, die uns stoppen lässt. Ich glaube, das ist Stopp. Kann das sein? So. Gehen wir weiter. Er ist unerschrocken. Er ist nun ein wahrer König. Apropos, habe ich nicht gerade irgendwo in Stelle gesehen, wo wir runter konnten? Mega Phönix, ja. Hier könnten wir runter. Sollen wir runter? Wir können hier nicht runter, Entschuldigung. Ist nur so ein komischer Rollweg. So, hier sollen wir durch. Na, jemand zu Hause? Ich höre wieder neue Siecher.
Oh, ich sehe auch neue Sicher. Bald sind wir da. Nicht mehr lang, dann irgendwie werden meine Beine auf einmal ganz schwer. Komm schon, Gladio. Lass mich jetzt nicht hängen. Ja, zu Befehl, Euer Majestät. Alles klar. Na, was haben wir denn da? Ein Behemoth-König. Au, hardcore. Ich sehe nichts. Wow, was war's denn? Verdammt. Och ja, den kriegen wir eigentlich ganz leicht tot. Na toll, Gladio hat verfehlt. Ups, aua. Okay. Und runtergeworfen. Sehr schön. Erledigt. Keine Absicht. Das war wohl nichts. Schwächling. Na komm ruhig. Okay, sehr gut. Der ist dann wohl geschafft. Und nun müssen wir noch in den Palast. Immer noch drauf, Leute. Klingst, als wärst du ein Mit-50er. Ja, genießen wir erstmal unsere 30er. Wohl wahr. Naja, dahinter diesem Tor geht es nicht mehr weiter. Das bedeutet, wir machen aber mit dieser Folge hier Schluss. Ich weiß, ihr habt nicht viel gesehen. Es ist halt überall Nacht. Wir haben uns so in Somnia reingeschlichen, ein paar Informationen gesammelt. Und in der nächsten Folge, hoffe ich, werden wir gegen Ardin kämpfen können und so weiter. Ich würde sagen, danke bis zum Einschalten. Danke zum... Ich kann nicht mehr reden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye.